Okay. Didi ist schon mal drin. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt hinterher? Ah, hier unten wird uns schon die Tür angezeigt. Okay. Schön, dass wir jetzt auch eine Tür benutzen können. Das ging ja vorher irgendwie nicht so wirklich, ne? Oder ich hab's übersehen, kann natürlich auch sein. Oh Gott, ich hoffe, wir müssen jetzt nicht über die Zahnräder hier hochhoppen. Ich glaub's aber bald, oder? Wobei, nee, es scheint nicht zu funktionieren. Wir kommen ja nicht drüber. Die Schatten sehen auch nicht unbedingt so aus. Ich glaube, wir müssen wirklich auf diesen Balkon da drüben. Die Frage ist wie. Ich schau noch mal ganz kurz. Achso, können wir vielleicht hier... Nee, hier können wir jetzt auch gar nichts mehr machen. Wir hatten ja immer bloß den rechten Hebel bedient. Ich dachte vielleicht, dass wir da über den linken Hebel dann etwas mehr Glück haben. Aber sieht nicht so aus. Schauen wir noch mal ganz kurz, ob wir hier vielleicht irgendwie hochkommen. Die Tür können wir immer noch nicht öffnen. Ach, hier fegt auch gerade einer. Hier ist gerade ein Hausmeister zu Gast. Noch gar nicht mitgekriegt bisher. So, da komme ich aber auch nicht hoch. Es sei denn natürlich, ich kann wieder irgendwelche Lichtquellen verschieben. Sieht mir aber gerade nicht danach aus. Ist das denn überhaupt... Doch, da drüben ist offen, ne? So wie es aussieht. Können wir denn den Hausmeister benutzen? Wenn wir hier drauf gehen. Wir hätten natürlich auch die Kanone benutzen können, ich weiß. Okay, ich glaube, wir müssen die Kanone benutzen. Der Hausmeister scheint mir ein guter Ansatzpunkt zu sein, um da hoch... Kannst du bitte da drauf bleiben, um da hochzukommen? Warum fällst du dort aus den Schatten? Willst du mich verarschen? Nein. Ernsthaft. Sag mal, was ist denn los? Jetzt. Wunderbar. Mr. Hausmeister, Caretaker, kommen Sie bitte vorbei. Oder wie es neudeutsch heißt, Facility Manager. Hey, du sollst mich nicht runterschmeißen. Ist auch geil, dieser Begriff Facility Manager. Der wird nicht mal im Englischen benutzt. Warum kommt man im Deutschen auf die Idee, das so zu nennen? Nein, du sollst mich dann nicht durch die Gegend schleudern. Ach, die Tücken der Spielphysik. Könntest du bitte... Sie will nicht da hochspringen, ich fasse es nicht. Das ist immer an der Ecke. Wenn ich dort an der Ecke komisch hängen bleibe, dann stürzt sie immer ab, ne? So, vielleicht mal wirklich auf seinem Kopf und nicht auf der Schulter. Nein! Ach, Mist! Ist aber gut, dass er immer wieder dieselbe Stelle fegt. Offenbar scheint es da ein bisschen schmutziger zu sein. Komm schon, jetzt stell dich doch nicht so an. Okay, das war sinnlos. Dadurch habe ich wieder einen Umlauf verschenkt. Na komm schon. Zeig dich, komm her. Ich warte jetzt einfach mal, bis es sich umgedreht hat. So, jetzt machen wir es doch einfach so. Einfach mit Geduld. Warten, bis er sich umgedreht hat und dann geht das Ganze. So, nächster Raum. Wir haben wieder einen Fundgegenstand. Wissenschaftliches Bild. Ja, super. Das sieht ganz grandios aus. Ist auch unglaublich wissenschaftlich. So, wir können hier durch. Ansonsten haben wir, glaube ich, auch nichts weiter in dem Raum, oder? Da geht's doch, da oben geht es auch irgendwo hin. Ah, ich glaube, das führt einfach nur... zu der Tür, die ich gerade von der anderen Seite öffnen wollte. Genau. Okay, wir können die Treppe hoch und dann sind wir auf dem Balkon, der uns angezeigt wurde. Alle Türen auf. Ein bisschen Durchzug veranstalten hier. Und jetzt können wir wahrscheinlicherweise nicht so, aber anders über die Schatten hinüberkommen zu Vincenzos geheimen... geheimer Werkstatt, nicht geheimem Werkstatt. So, nochmal. Ach, Mann, was hält hier denn immer raus bei diesen blöden Säulen? Das ist doch blöd. Ja, blöde Säulen sind blöd. So. Wir sind da. Grandios. Müssen wir irgendwie da drauf nehmen, ne? Ich glaube nicht. Und wieder ein Fundgegenstand.
Scheck von Johnny Fenris an Cat Knight. Nicht gedeckt. Welch große Überraschung. Das haben wir noch gar nicht. Nicht gedeckte Checks. Checks vor allem. Checks von Johnny. Wir haben's. What are you doing here? Who are you? How did you get in? Through the big clock. You went through the clockwork? How? Who are you with? It's a puzzle, right? It's meant to keep strangers out. It's a very good puzzle. Not good enough, apparently. But I'm not a stranger. I'm Dee Dee. Dee Melancholia. Oh. Your mother put you up to this, didn't she? She thinks I'm doing my homework. I wanted to meet you. I didn't ask for a child, all right? You didn't want a child? What would I do with one? I'm a busy man. My apparatuses are precise. They take months to hone. How would I have the time? That is what I told her. I'm sorry. I travel. I'm going on tour for 6 months. Budapest, Istanbul, Calcutta, Shanghai. I dine out with dukes and gangsters. But I could help you with your apparatuses. I'm good with puzzles. You could train me. I won't be any trouble. You broke my left-handed induction coil. That took me a week to tune. I'm sorry. I told your mother all of this years ago. What is her phone number? Okay, see? This is what I'm talking about. This is what I can't have. Your mother cried every week. You're better off with Kat. A little girl should be with her mother. Okay. All right. Do you want to come to see my show? No! Well, here's two tickets in case you change your mind. Okay. Let's get Kat on the phone, Was für ein unsensibler Arsch. Du bist weit besser dran, wenn du mit Johnny als deinem Daddy durch die Gegend ziehst. Dritter Akt, ein Auge zudrücken. Triff dich mit Diddy bei der Brücke, bei der Bühne. Wir sind immer noch quasi beim selben Akt. Allerdings dem zweiten Teil wahrscheinlich. Gut, hier drüben, das kennen wir ja schon. Und marschieren mal zu der Bühne, bei der wir ja vorhin schon waren, als wir den Passanten gefragt haben, wo die Werkstatt sich befindet. Ich nehme mal an, dass diese Bühne gemeint ist. Allzu viele Bühnen gab es ja in dem Abschnitt hier nicht. Aber Diddy ist nicht hier, oder? What do I do with you? Ah, doch. Lock you up? Put bars on the windows? I can't stay at home all night and watch you. I know. I'm not one of those secretaries who punch out at 5. I'm a rising star, right? Did Johnny know about this? Because I'm gonna kill him. I just wanted to talk to Vincenzo. I never should have let him back. I just needed... Just wanted... And now, ladies and gentlemen, the amazing Vincenzo's Theater of the Unreal! Sehr gut. I knew it. I knew this was another one of Johnny's pipe dreams. You screwed up again, didn't you? Johnny, what's going on? Is this part of the show? I got it. Yeah, they're getting antsy. They're gonna want their money back. If you give them their money back, you can't pay us. It's all under control. I just gotta go find a spare bulb. Fuse, something. Why can't he get anything right? We're gonna have to fix this one too. Ach, das Leben ist hart. Vincenzo hat's verkackt. We need to light up the stage somehow. Geh zum Leuchtturm. Das dachte ich mir, dass wir da noch hin müssen. Okay, sie bleibt gleich hier. Dann machen wir das doch allein. Den Leuchtturm haben wir ja schon vorhin entdeckt. Der sieht auch äußerst interessant aus. Naja, schauen wir mal. Also ich weiß nicht, auch die Cat, die sorgt sich zwar um Diddy, aber sie will halt auch nicht mit ihrer Karriere zurückstecken. Also die ist auch nicht viel besser als Vincenzo. This is a weird lighthouse. Do you think it's some kind of science lab? It reminds me of Vincenzo's workshop. I think this is what lights up the lights up there. Let me see if I can fix it. Super Diddy. Schalte das auf die Bühne gerichtete Licht ein. Okay. Wir können durch die Schatten wieder hinein. Und das wird witzig, glaube ich. Ja, was ich sagen wollte, Cat ist ja auch nicht viel besser.
weil sie ja auch ihrer Karriere mehr nachhängt bald und eigentlich, sie kümmert sich ja nicht wirklich um Didi. Also sie ist zwar für sie da und gibt ihr ein Zuhause, aber sie ist halt auch, sie hat halt nicht wirklich Verständnis dafür, dass Didi dann auch mal ihr zuschauen will oder sowas. Oder dass der Beruf einfach nicht verträglich ist mit einem Kind. Und kann ich irgendwie auch, ach so, mit der Maus, okay. Wohin muss ich denn jetzt gerade? Muss ich irgendwo? Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Und dann hat sie noch Johnny. Okay, darauf. Und dann hat sie noch Johnny als ihren Daddy, der nicht wirklich der Vater ist. Und der ist, der will sich zwar um sie kümmern und will für sie was erreichen. Will für sie ein Geld bekommen, aber er macht es halt auf die falsche Art und Weise. Er versucht es halt mit, indem er zwielichtige Geschäfte mit irgendwelchen dubiosen Gangstern eingeht, und das kann halt auch nicht der richtige Weg sein. Okay, Moment. Ich muss nochmal ganz kurz hier das Licht anderweitig. Kann ich vielleicht auch den anderen Schalter bedienen? Nee. Du sollst das Licht darauf. Ich will das gerne mal hier so haben. Wobei, da ist eine. Ah, da sind Cracks in der Wall, ne? Das ist auch blöd. Ich wollte halt eigentlich gerade über einen Schatten hier rüberlaufen, aber das funktioniert nicht, so wie ich mir das dachte. Haben wir denn sonst noch was? Hier brauchen wir die Kiste für. Oben ist dieses Licht, das sich hin und her bewegt. Kann ich das irgendwie drehen? Nee. The question is, how can we do that? Wir können auch nicht so weit rüber leuchten, dass wir da irgendwas machen können mit dem Licht. Da oben ist auch noch eine Kiste. Ich glaube, wir müssen das Licht wirklich darauf ausrichten, auch wenn ich nicht so richtig weiß, was genau uns das jetzt gerade bringt. Oben ist halt das Leuchten jetzt. Aber wir kommen ja noch nicht da hoch. Wie schnell geht die Treppe denn wieder hoch? Hoch, 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 hoch. Manchmal ist es mit dem Sprechen nicht so einfach. Okay. Das geht also nicht. Wir brauchen unbedingt eine Kiste. Wir brauchen unbedingt diese Kiste davon, aber wir können sie nicht hier rüberbringen. Ich wollte gerade schon sagen. Okay, das ist blöd. Wie machen wir denn das? Ich weiß es nicht. Hier ist auch nichts mehr, was wir irgendwie noch drehen können. Ja? Lass doch mal dieses blöde Teil da an der Seite sein. Wir haben halt auch keine Gegenstände, die uns Schatten... nee, ich brauche ja auch eigentlich keinen... Doch, ich brauche einen Schatten, auf dem ich gehen kann. Wir haben halt keine Gegenstände, die uns Schatten werfen könnten.